ich wollte euch mal auf den neuesten Stand bringen und euch so ein bisschen was von Maybe erzählen, die ja jetzt schon nur noch 2 Wochen hat bis zum errechneten Termin. Ja, also sie dackelt mir überall hinterher. Das wird aber noch mehr werden in nächster Zeit. Ja, sie ist schon deutlich angepummelt. Ich zeige euch gleich mal Aufnahmen so von Maybe und Boots im Vergleich. Ja, und dann haben wir heute noch was vor. Da ich ja jetzt noch ein bisschen länger auf Maybes Babys warten muss, fahren wir heute mal zu einer Züchterkollegin. Ich habe das Glück, dass wir hier doch recht viele im Umkreis sind. Und da ist es immer schön, wenn man sich so ein bisschen gemeinsam austauschen kann. Und ja, heute geht's zu Danny Gafford, den McGafford's Cairnterriern. Und da nehme ich euch mal mit. Wir sind bei Danny angekommen. Es schüttet wie aus Eimern, es ist richtig ätzendes Wetter. Eigentlich wollten wir schön im Garten Fotos von den Welpen machen. Daraus wird jetzt nichts. Genau. Babys! Hallo Babys! Hallo Babys! Na? Wir haben uns hier ein Set aufgebaut, um ein bisschen die Babys zu fotografieren. Baby kriegt hier gerade noch mal, ist noch in der Maske. In das Körbchen kommen die Babys rein. Und dann gucken wir mal, was wir draußen machen. Andrea ist hier zur Assistenz. Andrea, guck doch mal. Die passt schön auf, dass das Hundebaby nicht aus dem Körbchen fällt. Ich werde jetzt noch die Fotos bearbeiten und das Video schneiden und so. Mit ein bisschen Glück gibt es vielleicht morgen oder übermorgen schon ein neues Video. Bis die Tage!